Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stream, zu einem neuen, zu einer neuen Folge hier bei uns wieder bei Zelda Gold Quest, unseren Superhack mit dem bösen Death Wheel. Es geht wieder weiter, liebe Leute. Ich freue mich wieder auf einen spannenden Stream mit euch zusammen. Ihr seid wieder in einer erhöhten Zahl erschienen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Unter anderem Kitsune, Natsu, Lady Makoros, Gogando, Eva, Merni und alle anderen, die noch im Hintergrund zugucken, beziehungsweise die Leute, die auf YouTube nachschauen. Herzlich willkommen zum heutigen Stream. Falls ihr übrigens auch mal Bock haben solltet, die Leute auf YouTube, die das hier nachschauen, das Projekt, mal live mit dabei zu sein, dann schaltet einfach meistens Samstag 18 Uhr hier auf YouTube mit dazu, außer heute, heute war es mal 19 Uhr. Die Mike ist auch mit dabei, der Marcel ist mit dabei. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Hallo und herzlich willkommen. So, und wir wissen, wie es geht, ne? Wir haben mittlerweile, glaube ich, die Regeln im Kopf. Wir sind hier im dritten Stream und die Regeln besagen, zu Beginn eines jeden Streams drehen wir das Todesrad. Sollten wir sterben, drehen wir das Todesrad. Sollte einer unserer Zuschauer keinen Bock mehr auf die aktuelle Strafe haben, kann er eine Spende oder eine Kanalmitgliedschaft dalassen, dann drehen wir das Todesrad. Oder wir betreten einen neuen Dungeon, auch dann drehen wir das Todesrad. Das sind die aktuellen Regeln. So behalten wir sie auch erstmal bei. Ich habe wieder kleine, feine Änderungen gemacht. Und schauen mal, was heute als erstes beginnt. Was ist mit... Was ist im Zweiström passiert? Was ist im Zweiström passiert? Bitte nochmal die Frage stellen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir starten jetzt auf jeden Fall erstmal. Ah, ihr habt schon gelesen. So, rede wie ein Pirat. Natürlich. Was ist mit dem zweiten Stream passiert? Was ist im zweiten Stream passiert? Ach, was im zweiten Stream passiert ist? Ah, das musst du nachlesen natürlich noch. Ja, ahoi, meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen. Heute findet ein weiterer Stream statt. Ich bin heute euer Zelder Galunke und begrüße euch zu einem herzzerreißenden Part. Möglicherweise springt ihr heute alle über die Planke. Und ja, ich werde meine Säbel an euch wetzen, bis ihr alle gar seid und ich euch mit meinem Fisch zerspeisen oder verspeisen werde. So, ich werde mich hier erstmal rausschmeißen lassen. Arr, da ist das Stichwort Lady Makoros. Arg, wir müssen hier auf jeden Fall... Ah, ja, Kitsune, mit dieser Aussage kommst du erst recht über die Planke. Liebe Leute, wisst ihr denn überhaupt, was wir heute machen wollten? Ich habe es leider gar nicht mehr im Kopf. Meine linke Hand juckt da, wo mein Säbel ist. Und ich habe da ja nur einen Stumpf drunter. Ja, ich bin mir nicht sicher, wo wir heute hingehen. Ich habe als letzte Erinnerung noch in meinem Kopf, dass wir erstmal ein Liedchen spielen, um die lange Zeit auf See zu überbrücken. Und ich weiß noch, dass Dodongos Höhle als letztes gemacht wurde. Ich denke, eine gute Investition wäre denn vielleicht... jetzt zu Soras Domain zu gehen und ein paar Fische an Land zu ziehen. Was sagt ihr dazu? Oh, da kommt die Frage von Eva. Wie spielst du denn nur mit einer Hand? Ja, das willst du gar nicht wissen. Mein Säbel steckt im Controllerstick fest, muss ich dazu sagen. Und mit der anderen Hand kann ich doch noch ganz gut auf die einzelnen Knöpfe tippen. Meine lieben Leute, meine Matrosen, meine Piraten... Na, Matrosen, ihr seid nicht meine Matrosen, ihr seid meine Mannschaft, meine Crew. Meine Crew seid ihr. Und ihr werdet heute alle der Reihe nach über die Planke gehen, bis keiner von euch mehr übrig bleibt. Denn ich bin der Oberpirat, Zelda Bossa. So, heute sind wir am Sora River und da muss erstmal eine Bombe hin. Hallo Marco!
Herr Warum zur Hölle? Kanonenfeuer! Wir müssen diese Felsblöcke wegsprengen. Meine Bomben haben irgendwie keine große Kraft. Ich will nicht, dass wir über die Planke gehen. Alle müssen über die Planke gehen. Warum zur Hölle wachsen hier auf hoher See Bäume? Eine Mitgliedschaft wurde verschenkt. Liebe Kizune, möchtest du damit einlösen und mir die Qual des Piraten nehmen? Möchtest du das damit sagen? Hier haben wir ein wunderschönes Loch. Keine Planke für niemanden. Und der Kevin Caro ist auch mit dabei. Oh, hallo, meine Lieben. So. Meine lieben Deku-Kerle. Ja, bitte. Bevor noch jemand abblubbert. Na dann drehen wir mal das Rad. Und gucken, was rumkommt. So. Keine Schultertasten mehr. Okay. Damit komme ich klar. Dankeschön, Gizun übrigens. Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. eine Green Potion. Nö, die brauchen wir nicht. No. Danke. Jo, Nö, länger Pirat spielen. Tja, dann, tja. Eine Red Potion brauchen wir auch nicht. Okay, die Deku-Kerle hier haben auf jeden Fall keine guten Deals für uns. Schade. Fahren wir heute nach Tortuga, um Untote zu jagen? Ja, möglicherweise. Vielleicht kommen wir nochmal nach Tortuga heute. So. Was zur Hölle passiert hier? Also warum spawnen hier überall Bäume? Das ist mega... Freu dich nicht so früh, wenn es so läuft wie im letzten Stream, kommt alles zweimal dran. Das stimmt allerdings. Lächerlich, aber lustig. Nein! Ach so, wir haben ja die Fuchsmaske. Wollen wir die nochmal schnell abgeben? Das ist vielleicht eine Idee, oder? Weil wenn wir die Fuchsmaske abgeben, kriegen wir erstmal Geld. Was kommt denn als nächstes? Die Maske von... Die Schädelmaske, glaube ich. Mit der Schädelmaske... Ja, theoretisch können wir uns da halt auch ein paar Items holen. Master Archie, hallihallo! Und auf einen geilen Stream. Heute von unserem Zelda-Jungen, yo! Abgegeben, lieber aufsetzen. Okay, wir tragen erstmal noch die Maske. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die Hasenohren den Speed drauf haben. Das wäre irgendwie geil. Heiligsblechle, hallihallo, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Ja, also, ja klar machen wir heute bis 21 Uhr dazu. Wenn ich eine Stunde verspätet dran bin, dann machen wir auch zwei Stunden länger. Also bis 21 Uhr logischerweise. So, warte mal, der Wache oben geben wir jetzt erstmal die Maske. Zack. Denn, dafür kriegen wir Geld erstmal, schalten die neue Maske frei und ich hoffe, dass wir halt die Hasenohren irgendwann alsbald bekommen und... Na, da kriegt man halt vielleicht den positiven Effekt. Achso, ja, Boomerang haben wir immer noch nicht. Wusstet ihr eigentlich, alle, die mein Secret-Video gesehen haben, kennen das natürlich schon, aber der hier will ja unsere Maske haben, ne? Und wenn wir jetzt, er sagt ja jetzt, ob er die Maske haben kann. Wenn wir jetzt aber sagen, nö, auf keinen Fall, dann macht er die Tür wieder zu. Wusstet ihr das? Dann macht er einfach das Tor zu. Was ist das für ein Arsch? Nö, dann ciao. Da kommst du auch nicht mehr durch. Wie gemein. Hi, Chris. So, aber wir haben es uns anders überlegt. So, mach's Tor wieder auf, Junge. So, erstmal schon einen Schluck Tee. Ah, nicht nett, ne? Nee, denke ich auch. Gut, also wie ein Pirat reden ist auf jeden Fall super anstrengend. Mir tut schon der Hals weh. So, 27 Rubine. Holen wir uns jetzt gleich die nächste Maske. Serafa, hallihallo. Wie geht's, wie steht's? Schön, dass du da bist. 2 Stunden länger bin dabei. Nein, 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 nein. Also bis 21 Uhr. Natürlich. So. Wir gehen nochmal ins Schloss, holen uns die nächste Maske. Das müsste, glaube ich, die Schädelmaske sein. Mit der Schädelmaske müssen wir... Eine Schädelmaske. Schädelmaske? Schädelmaske muss in die verlorenen Wälder, oder? Ich glaube ja. Erstmal Schluck Tee, genau. Ich habe heute schönen türkischen Apfeltee. Der schmeckt sehr lecker. Der ist vor allem sehr süß, aber der ist auch sehr lecker. So. Zweimal zwacken. Und weiter geht's.
Guck auch noch in den Laden, in dem es vielleicht Rabatt auf den Schild gibt. Stimmt. Das hat mal. Genau, und der Schild ist, glaube ich, durch das Rumble Pack ersetzt. Wochenende auf Couch chillen, Katze kuscheln und zeichnen. Mir geht's super. Und selbst, hey, ja, das hört sich gut an. Mir geht's auch gut. Ich kann ja hier mit euch zocken. Das ist auch geil. Geil, bester Tee, auf jeden Fall. So, können wir das Rumble Pack jetzt für billig kaufen? Nö. Es sei denn, wir müssen erst mit ihm reden. Nö, geht leider nicht. Hallo Jens, ich trinke am liebsten Pfefferminztee. Das schmeckt am besten. Apfel habe ich eine Allergie. Ah, okay, schade. Ich habe die ganze nächste Woche Urlaub. Und am 19. Geburtstag. Ui. Dann auf jeden Fall schönen Urlaub. Und auf jeden Fall eine schöne Feier. 19. Was ist das für ein Tag? Mir fällt eine neue Strafe ein. Super Mario mit Tieren mit Charles Martinets Stimme. Nicht die Filmstimme von Chris Pratt. Okay, das wäre auch eine Idee auf jeden Fall. Let's go! Aber ich bin nicht so gut in imitieren auf jeden Fall. So, wir holen uns mal eine neue Maske. Was wir noch machen können, Leute, was ich vergessen habe, wir können in den Kokiri-Wald gehen, weil da können wir jetzt auch die Wand aufsprengen, falls ihr euch erinnert. So, 10 Rubine? Achso, wir müssen ja zurückzahlen. So, Schoolmaske für 20. Ich hatte am 3.3. Geburtstag. Dann alles Gute nachträglich. Kennst du das Spiel Mario Party 1? Ich habe mir das mal von Domtendo mit seiner Frau angestellt. Angestellt? Sich immer an sich die Polizei erlaubt. Warte mal. Kannst du das Spiel Mario? Ich habe mir das mal von Domtendo mit seiner Frau angestellt. Sich immer an als... Ah, okay. Okay. Alles klar. Erzähl der Junge zu Mario Bub oder wie? Wenn Mario eine Strafe ist, dann bitte auch Wario und Waluigi. Ach Gott. Herrje, jetzt macht das aber echt schlimm für mich. So. Jo, weiter geht's. Ich würde sagen, wenn wir jetzt sowieso in die verlorenen Wäldern gehen, gib mal die Maske ab. Mit der Maske müssen wir doch auch in den Wald gehen, oder? Mit den... Ach shit, das war ein schlechter Sprung. Egal. Und Peach? Oh Gott. Okay, Kokiri-Wald. Wir müssen doch mit der Maske müssen wir auch auf die Lichtung, oder? Also nicht auf die Lichtung, wie heißt denn das hier? Der Maskenwald, der Fratzenwald. Da müssen wir, glaube ich, auch mit hin. Du, sag mal, meine Frage an meine Moderatoren. Könnt ihr eigentlich irgendwie eine Einstellung im Chat machen und so eine Umfrage starten? Geht das bei euch? Könnt ihr sowas machen? Weil dann könnten wir damit mal ein bisschen spielen und so. Ne, immer mal, wenn ich diese Fragen habe, so von wegen, ja, was wollen wir jetzt machen? Dann könnte da ja so wie so eine Umfrage gestartet werden. Oder ihr könnt auch von euch aus immer mal so funny Umfragen starten. Ich wünschte, ich wüsste wie. Also war jetzt nur mal eine Frage, ob das geht. Weil ich glaube, ich kann das. Ich weiß aber nicht, also ich habe halt aktuell den Chat in meinen OBS mit eingebunden. Ach, warte, wir wollen ja im Shop. Huch. Genau, ich habe ja aktuell das in mein OBS mit eingebunden. Und da kann ich das halt nicht machen. Da habe ich Angst, dass mein OBS abstürzt und dann ist das Stream down. Das wäre halt schlecht. So, guck mal erstmal, was hier drin ist. Ich bin jetzt gespannt. Ein Herzteil. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Haufenweise Stöcke? Hä? Blondonmilch? Der kostet auch 999. This looks like a toy mouse, but it's actually a self-propelled time bomb. Wie viele? Unbekannt. Wie viele Rubine? Unbekannt. Okay. Geins Kneif. Okay. Ja, You got a Bonbon-Shoes. Ausverkauft. Wie viele haben wir jetzt? Wie viele haben wir jetzt gekauft? 10 für 20 Rubine oder so.
Warte, hast du nicht vorhin eine Schultertaste benutzt? Wann? Wann habe ich eine Schultertaste benutzt? Ich kann ja auch niemanden im Chat markieren. Eigentlich müsste das gehen. Gute Frage. Spielst du dann auch Luigi's Mansion 2, wenn das dann rauskommt am 27. Juni? Na, theoretisch könnte man das auch jetzt schon spielen. Also, ich habe jetzt erstmal wieder ein paar andere Projekte geplant, wie gesagt. Aber sowas kann man auf jeden Fall auch mal zocken, ja. Ich habe keine Schultertaste benutzt. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. wollen wir mal kurz gucken? Nein! Link ist das weg! Wollen wir mal kurz gucken, ob hier bei Nacht irgendwelche Skuldies rumhängen? Da muss ich mich wohl getäuscht haben. Bestimmt, Kitsune. Ich glaube, da hast du dich verguckt. Ich würde niemals die Schultertaste benutzen, wenn das gesperrt ist. Nein. Okay, wir haben da oben halt die Skuldie, aber die können wir halt nicht. Da kommen wir nicht ran. Schade. Spiel mal Nummer 3. Ja, das können wir auch mal. Wie gesagt, also wenn, dann fange ich sowieso mit Luigi's Mansion 1 ein, wenn wir sowas machen. Hey, Heiligsblechler hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Juhu. Dankeschön. Jetzt die Frage, möchtest du deine Drehung sofort einlösen oder möchtest du noch ein bisschen warten? So. Ne, irgendwie funktioniert es nicht. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Werde ich mich mal belesen. So. Wir haben jetzt die Maske. Ne, möchte noch warten. Okay. Mit der Maske können wir doch jetzt auf die hier in den Fratzenwald reingehen, oder? Da müssten wir jetzt erstmal ein Item bekommen. So, hier waren wir ja auch schon überall. Ach ja, hier sind ja unsere Freunde. Wir erinnern uns. Folge 1. Das war sehr witzig. So, genau. Wenn du meinen Namen markierst, sehe ich das nur. Genauso wie du siehst, wenn deine Namen markiert sind. Ah, okay. So, gehen wir mal da rein. Fratzenwald. Ja, das müsste Fratzenwald heißen. Wer ist der Moderator? Kitsune ist der Oberchef. Dann Lady Makoros und Gugando noch. Also Kitsune ist der Obermoderator quasi. So. Das müsste doch eigentlich ein Item geben, oder? Ja, wir lieben es! Juhu! Juhu! Aber, ja, genau. Der Obermoderator. Was, das ist mir neu. Ja, also du, da steht irgendwas von wegen Obermoderator oder Hauptmoderator. Irgendwie sowas. Ah, okay, ich kann mehr Deko-Sticks tragen. Das ist nützlich. Jo, jetzt kann ich 20 tragen. Da, wo der Schraubenschlüssel dran ist, sind in den Namen. Genau. Ich bin der Obermoderator. Könnte aber auch sein, dass der Chefmoderator Umfragen erstellen kann. Also ich glaube, ich kann das, aber da müsste ich jetzt halt den Stream kurz schließen. Das würde ich halt nicht. Da würde ich das nochmal beim nächsten Mal versuchen. Okay, Kitsune googelt mal. Sehr gut. Achso, und die Maske geben wir doch dem Horror-Kit. Ja, dem Horror-Kit geben wir die Maske. Das müsste passen dann. Du bist doch Admin-Zelda, Junge. Ja, ich bin der Besitzer des YouTube-Kanals. So, warte mal. Leute, ich muss mal kurz die Schultertaste benutzen. Wie rede ich denn mit dem? Hallo? Hey, kann man nicht... Man konnte doch mit dem reden. Kriegt der nicht die Maske? Strafe? Strafe muss sein. Ah, bitte mit dem Rad drehen. Juhu. Let's go. Hä, der kriegt doch die Maske normalerweise, oder? Wie mache ich denn das? Keine Flascheninhalt mehr benutzen. Das ist erträglich auf jeden Fall, die Strafe.
Hey, bin ich doof? Der kriegt doch die Maske. Ich muss Sayas Lied spielen, dann kann ich das mit der Maske machen? Okay. Nee, das war nicht Sayas Lied. Ah, der Tee ist gut. Oh! Jo, ein Herzteil. Achso, jetzt sind wir Freunde. Jetzt können wir mit ihm reden. Ah, jetzt können wir mit ihm reden. Ah. Stimmt, wir müssen ja erst mit ihm Freunde sein. Oh, Alter, was hast du für eine geile Maske? Ich guck mir das mal an. Oh, ja, sehr schön. Die nehmen wir, ne? Okay. Wow. 2 Rubine hat er mir gegeben. Dankeschön. Jo, Maske ist weg. Perfekt. So muss das sein. Okay. Wir gehen jetzt wieder zum Schloss. Glü. Schnellster Weg. Ja, schnellster Weg ist eigentlich einfach zurücklaufen, glaube ich. So, ach, hier sind ja auch überall diese Hunde, ne? Wieder so komisch, ey. Leute, wir haben jetzt Krabbelminen. Das ist ziemlich cool. Können bestimmt nützlich sein. Wolltest wohl zuerst Song of Healing spielen? Hehe. Ertappt. So, einmal Schloss. Oder was sagt ihr? Wollen wir Schloss oder wollen wir erstmal nächsten Dungeon machen? Hey, Jens hat subscribed. Dankeschön, lieber Jens. So, Leute, Schloss oder Dungeon? Also erst die Masken fertig machen oder weiter ein bisschen auf die Kacke hauen? Nee, ich habe noch nicht die größere Börse gefunden, leider.